Stand-up Comedians suchen ein Zuhause, aber zu viel kann ich sagen, es wird eine Reise ins Ungewisse. Und hier sind sie auch schon, Mirja Böhs, Caroline Kebekus, Sam Spender und Gunnar Kubrick. Dennis, hier kommt was ganz schön. Du hast ein Blind Date. Schön. Ja. Mit wem? Ach so, ja. Und zwar, ja, ich sag's dir wirklich. Und zwar mit Mirja und mit Caroline. Kommt doch bitte in die Mitte. Für das Spiel? Ja! Immer, ja. Komm mal, nicht Stadtwort oder was, ne? Ja, ganz wohl. Das ist ja nicht nur. Ich brauche jetzt Ihre Hilfe. Wir brauchen jetzt ein Hobby. Was für ein Hobby sollen die Blind Dater denn so haben? Was war da? Jagen. Tischtennis finde ich sehr hübsch. Tischtennis. Also ihr trefft euch in einem Restaurant und also soll natürlich kein flotter Dreier werden, sondern es ist ein schizophrenes Blind Date, denn du hast das Date mit einer Frau. Eine Frau, aber mit einer gespaltenen Persönlichkeit. Also Mirja und Caroline sind jetzt eine Frau. Die haben zwei unterschiedliche Persönlichkeiten in sich vereinigt. Und zwar schlummert in der einen, die eine ist Mirja, du bist eher jungfräulich keusch. Und der andere Teil, Caroline, du bist ein kleines Sexmonster. Flitschen. Ja? Also, nimm doch mal als ein Date auf diesem Drehstuhl Platz. Hennes, gut, dass wir so du hast jetzt, du kommst zu diesem Blatt dazu. Du weißt nur Tischtennis, das ist das, da bei diesem Thema trefft ihr euch, aber. Okay, ich kenne sie gar nicht. Aber du kennst sie gar nicht und du weißt auch gar nicht, was da kommt und warum das immer wieder anders wird. Es wird anders auf mein Kommando. Ich gebe euch immer kleine Zeichen, dann dreht sich genau die andere Persönlichkeit dazu. So machen wir es. Das könnte und du lustig gehst werden, jetzt mal weg und lässt dich überraschen, wer dann da sitzt. Hallo, Entschuldigung, dass ich so spät komme, hier zu unserem ersten Treffen, aber ich musste noch meine Tischtennismeisterschaft absolvieren. Wow, du siehst ja noch viel besser aus als auf dem Foto. Danke. Du bist also Eros Latin 3751? Ja, genau, darüber wollte ich reden. Das stimmte nicht so ganz, was ich in der Anzeige geschrieben habe. Ja, ich muss auch sagen, das mit diesem Eros Latin, das war für mich so ein bisschen erschreckend auch, weißt du? Ja, also, weil ich habe gedacht, vielleicht bist du so ein körperlicher Typ, ne? Auch, dass du vielleicht sexuelle Sachen möchtest, das würde ich nicht machen, weil ich eher so auf die harten Sachen stehe, verstehst du? Okay, ja, dann sind wir... Ich finde es auch besser, sowas einfach direkt auf den Tisch zu bringen. Ich finde das toll, dann müssen wir jetzt hier nicht großartig mit essen und uns kennenlernen, dann können wir ja gleich zur Sache kommen. Ja, die Sache ist nämlich die, die anderen Mädchen fingen halt alle an mit dieser Knatterei, wo ich von gehört hatte und ich habe dann angefangen, einfach Tischtennis zu spielen. Ja. Deswegen habe ich ja auch geschrieben, also das mit dem Eros Latin war schlimmer, aber das mit dem Tischtennis fand ich ganz gut. Wir können ja auch erstmal so ein bisschen so Tischtennis, wir können ja auch mal so ein bisschen erstmal... Wir können uns damit auch schlagen, wenn du möchtest. Ja, also, wie jetzt? Ich könnte dir den Hintern versohlen. Wieso möchtest du das machen mit mir? Was möchte ich bitte machen? Ja, mir den Hintern versohlen. Das würde ich nur in dem Fall machen, wenn du vorne blank ziehst. Weil das ist nicht das, was ich möchte. Also, ich möchte nur deinen Körper. Ja. Es geht mir um keine Beziehung, ich will kein Gelaber hören, ich will nur ficken. Meine Kleidung würde ich dabei ganz gern anbehalten. Weißt du? Ja, okay. Dass wir einfach so um den Tisch rennen und angezogen bleiben. Und dann auch können wir auch mit der Plecke, also mit dem Schläger, können wir dann so anschneiden. Auf den Ball auch hauen. Den Ball, ja, ja. Aber nicht jetzt so Sachen mit Glied oder so. Nein, klar. Also aber Ping, aber nicht Pong. Ja. Ja. Das ist gut, ja, ja. Dann, ich habe auch überlegt, also ich spiele ja nicht nur Tischtennis. Nein. Ich bin auch in so einer Gebetsrunde drin. Und was betet ihr da so? Wir beten den Teufel an.
Den Teufel? Der kommt da nicht vor, weil es ist ja eine Gebetsrunde. Es ist ja schon der liebe Gott. Also man. Und dann schreie ich gerne, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich würde am liebsten die ganze Nacht schreien. Ja, aber weißt du, wir waren ja auch bei Tischtennis. Ich habe ja, mein Schläger ist ja so mit Gummi bezogen, weißt du? Ich weiß ja auch, da sind ja die eine Seite sind ja glatt und die andere Seite ist dann so mit Noppen, weißt du? Ich hätte gerne die mit den Noppen. Ja, das habe ich mir so gedacht. Und wir können uns auch gerne filmen und das alles ins Internet stellen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Und die Kleidungsfrage nochmal, ne? Also beim Tischtennis diese ganz kurzen Hosen. Ja. Das wäre auch nicht für mich gut. Nee, die ziehen wir dann aus. Ne? Damit wir da drunter haben wir noch lange an. Ach so. Also ich ziehe die kurze Hose über die lange, damit man auch meine Beine. Es ist mir einfach unangenehm. Ja, aber wir könnten doch auf der Tischtennisplatte, wir könnten doch einfach alles leerräumen und dann. Ich könnte eine Freundin mitbringen. Ja, ich würde sagen, lass uns die Schläger auspacken, Baby.